Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Ich nehme euch heute wieder mit durch den Alltag. Ich muss gleich los zur Schwangerschaftsambulanz. Da habe ich Geburtsanmeldung und Besprechung, wie ich mir das vorstelle, was ich so haben möchte. Und deswegen nehme ich euch wieder mit und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Meine Mama und ich haben heute schon die zwei Kommoden aufgebaut. Die hat Kevin gestern bei IKEA abgeholt. Das sind so ganz einfache, ich glaube Raster heißen die. Da werde ich dann nach meinem Termin noch Babykleidung einsortieren, damit das aus dem Wickeltisch rauskommt. Und Kevin hat mir die Swing to Sleep hochgeholt. Hier ist das Gestell drin und die Hängematte. Und dahinter haben wir auch noch den Motor. Die werde ich dann auch noch aufstellen. Und wir haben es gestern geschafft, die Babybäuche aufzuhängen. Hier ist einmal der von den Zwillingen. Und den von Sonia haben wir hier drüben aufgehangen. Oh, ich liebe es. Wir haben einfach Draht durchgesponnen und Mama hat einen Nagel in die Wand gehauen und die halten eigentlich ganz gut so. Wir haben auch gestern das erste Mal dieses Spiel gespielt. Das hat Sonja sofort verstanden und sie mag das total gern spielen. Können wir heute Abend dann nochmal spielen. Wir haben es auch gestern noch geschafft, Bilder aufzuhängen. Einmal diese zwei hier, da kommt noch was anderes rein, aber wir wollten schon mal den Bilderrahmen aufhängen. Und da hinten ist unser Gästebild, wo sich alle verewigt haben und hier an der Wand haben wir dann auch noch Familienbilder. Ich möchte das ja die ganze Treppe lang runter haben, aber jetzt haben wir das erstmal geschafft. Mir gefällt das so sehr, das sieht einfach so gemütlich aus. Und wir haben es gestern auch noch geschafft, die Babyschalen reinzuholen. Jetzt haben wir die hier schon mal hingestellt, dass die sich ein bisschen auslüften können. Das ist die Pippa Urban von Luna. Die haben wir beide zusammen gekauft. Ich fand das Grau so, so schön. Und auch die Lederapplikation hier, richtig niedlich. Die haben wir jetzt erstmal hier stehen, damit ich Platz habe im Babyzimmer. Ich fahre jetzt erstmal noch los zur schwangeren Ambulanz. Ich werde mir jetzt noch einen Pulli überziehen und danach geht es dann hier weiter. Dann möchte ich nämlich unbedingt die Kommoden einräumen. Schwangeren Ambulanz muss ich. Hier ist auch der Kreißsaal. Ich habe es gefunden, ja. Bin jetzt fertig. Gehe jetzt zum Auto. Meine Mama holt so näher ab, weil ich das jetzt nicht mehr schaffe. Ich war gerade noch bei der Anästhesie und bei der Ärztin drin. Ich erzähle euch das zu Hause in Ruhe. Aber ich bin gerade happy und verwirrt und gleichzeitig total aufgeregt. Ich erzähle euch das aber zu Hause. Jetzt muss ich erstmal nach Hause fahren. Ich bin wieder zu Hause und ich bin einfach nur so verwirrt. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ob ich es überhaupt jetzt in dem Video schon erwähnen soll oder ob ich das in einem anderen Video nochmal aufgreifen soll. Ich glaube, ich greife das nochmal auf, aber die Kinder werden früher geholt. Der eigentliche ET ist ja der 26.12. Und ich verrate euch jetzt schon mal so viel, dass sie früher geholt werden. Ich werde eingeleitet. Ich zittere richtig. Ich habe vorhin im Auto so geweint, einfach weil das jetzt so real wird, dass sie dann an dem und dem Tag halt kommen können. Das ist einfach nur ein Wunder. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Kommoden. Ich nehme mal die Moses-Körbchen hier runter. Und dann komme ich da auch besser ran. Mama hat schon die Söckchen, die wir gekauft haben, gewaschen und zusammengelegt. Richtig niedlich. Ich hatte ja keine Socken mehr. Beziehungsweise habe ich sie nicht gefunden. Und wir waren in 5 verschiedenen Läden. Weder bei C&A noch bei H&M habe ich was gefunden. Und jetzt haben wir Größe 62 einfach mal mitgenommen bei Kick. Und wir haben 2 Strumpfhosen, die letzten 2 Strumpfhosen bei Kick gefunden in Größe 50. Jetzt habe ich bei Ernstings Family noch bestellt, weil ich da gestern nicht auch noch hinfahren wollte. Und das kann ich dann bald abholen. Aber wenigstens habe ich schon mal ein paar Söckchen und 2 Strumpfhosen, die mit in die Kliniktasche kommen können. Dann habe ich bei IKEA auch noch Spannbettlaken bestellt. Die habe ich jetzt für das Beistellbettchen bestellt. Das kommt dann nachher auch mit rüber. Und dann kann das Körbchen hier auch erstmal zur Seite. Und dann gucke ich jetzt hier noch die Kisten durch, was ich jetzt noch einsortieren kann. Und die Kleidung, die jetzt hier noch drin ist, kommt dann hier rein. Ich habe hier oben auch noch 2 Kisten, die müssten leer sein. Das passt ja denn für die Socken.
Ich mache jetzt die Strumpfhosen hier auch erstmal mit rein. Ich muss mir das eh sortieren. Schauen wir mal. Kleidung habe ich hier. Hier sind auch noch waschbare Stilleinlagen. Die hat meine Mama gestern noch gefunden. Hier sind T-Shirts und Pullis. Das hier sind alles Bodys, Hosen. Und hier sind auch noch mal Socken und Mützchen. Da muss ich auch noch mal aussortieren. Ich nehme das jetzt einfach mal alles so, wie es ist, mit rüber. Und dann sortiere ich mir das. Ich habe jetzt da unten die ganzen Mulltücher drin. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich das so lasse. Dann habe ich hier die ganzen Stoffwindeln. Oh, ich liebe Stoffwindeln. Ich freue mich so sehr drauf. Die ist jetzt leer. Und hier haben wir Vorrat an Feuchttücher. Dann Wickelunterlagen. Hier sind noch mehr Feuchttücher. Windeln. Die haben wir gratis bekommen. Und die ganzen Waschlappen, die wir immer benutzen. Hier ist noch ein Stilltuch, habe ich von DM bekommen. Und das hier müsste auch mal leerer werden. Aber ich fange jetzt erstmal mit den Kommoden an. Schon mal soweit alles verstaut, was ich in der Wickelkommode hatte. Hier sind jetzt die Bodies, dann haben wir hier Socken, Sabberlatz, Mützchen, hier sind noch die Holzkarten, und hier ist noch ein kleines Outfit und dann haben wir hier unten jetzt erstmal die Pullis, weil davon haben wir nicht so viel und die ganzen Hosen und dann habe ich hier noch selbst gehäkeltes und gestricktes und jetzt werde ich mich mal noch um diese Boxen hier kümmern. Ich habe jetzt hier auch noch ganz viele von denen hier übrig, weil die großen passen einfach nicht in die Kommode rein. Aber dann nehme ich die entweder für unsere Malmkommoden, die wir im Schlafzimmer haben, oder ich gebe die meiner Mama mit. Obwohl ich schon ein so ein Scoop-Boxen-Set meiner Mama mitgebe. Und so viel braucht sie ja eigentlich auch nicht. Ich habe jetzt hier auch noch einen Badeanzug und einen Body, der noch viel zu groß ist. Die kommen dann erstmal auf den Dachboden. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir das Babyzimmer noch so weit fertig bekommen, bevor die Babys kommen. Aber ich bin echt froh. Oh nein! Das hat meine Mama damals auch selber gemacht. Hier muss ich einmal durchschauen, was hier jetzt überhaupt für Größen drin sind. 62, 68. Die zwei werden ja, wie gesagt, früher geholt. Das heißt, eigentlich brauchen wir wirklich die kleinen Größen. Aber ich kann ja eigentlich schon 62... auch mit rein sortieren. Mache ich die halt da in die Schubladen, die ich jetzt noch übrig habe. Ich weiß es nicht. Ach, ist das niedlich. Hier mit dem kleinen Bären. Ich glaube, ich kippe die jetzt einfach aus und dann gucke ich, was wieder in die Stoffbox zurückkommt und was nicht. Den Pulli müssen wir auf jeden Fall draußen lassen. Was ist das für eine Größe? 68. Den hänge ich auf. Daddy's Little Boy. Den habe ich damals gekauft,
als wir noch nicht wussten, was es jetzt wird. Und Kevin würde sich bestimmt so freuen, wenn der Junge das anzieht. Das hänge ich dann aber auf. You're getting close to me. We're like a broken record, spinning round and round all year. I know that I can do more. I know that you feel the same. Why do we keep playing all of these games? I don't wanna go, cause your love is what I want, babe. You know that I wanna stay this way forever. You know my friends think that I'm crazy, cause you're all that I can see. I hope that we will make it, cause I'm falling here for real. You know that I can do more, just wanna care for you, babe. Why we keep on playing all of these games? I don't wanna go. Ich habe mir jetzt erstmal Haufen gemacht. Da oben ist noch ein Schlafsack. Das hier sind die 62er Hosen. Habe ich hier auch nochmal welche. Dann sind hier große Mützen. Hier sind Mützen, die ich jetzt noch bei den 50ern einsortiere. Das hier ist alles Hängeware. Das hier ist auch einer meiner absoluten Lieblingsstrampler gewesen. Ich freue mich schon so sehr, die wieder anzuziehen. Dann ist hier noch ein Schlafanzug, der jetzt schon passen würde. Das hier sind auch alles Sachen, die von H&M und so sind. Die fallen ja meistens kleiner aus. Die können wir also hier noch einsortieren. Und hier sind T-Shirts und Bodies. Und die ganzen T-Shirts und Bodies in 62 kommen hier rein. Genauso wie die Mützen, die kommen hier rein. Und die ganzen 50er Größen kommen dann hier rein. Just gotta hold on tight, cause I know we will be alright, babe. You know that I will miss you if you leave, cause I love you for the rest of my life, babe. Ich habe jetzt hier unten soweit alles aufgehängt, von Größe 50 bis 68. Dann haben wir ja hier die Wickelauflage. Hier habe ich jetzt auch noch ganz viel Platz, um was zu verstauen. Vielleicht mache ich hier ein paar Stoffwindeln rein. Das wäre eigentlich ganz gut, dass man die halt griffbereit hat. Wie gesagt, das haben wir schon angeguckt. Dann habe ich hier jetzt so Pflegeartikel und sowas. Hier sind Nasstaschen und die Kulturbeutel von Rossmann. Wie gesagt, die Stoffwindeln sind hier, obwohl ich da jetzt halt im Überlegen bin, ob ich die hier oben hin mache. Da haben wir ja auch noch Platz. Da könnte ich die eigentlich auch reinmachen als Deko. Ja, ich muss mir das hier alles noch ein bisschen einräumen. Dann habe ich hier die Kleidersäcke, die jetzt erstmal noch auf den Dachboden können. Da sind auch Stoffwindeln dabei, die noch zu groß sind. Dann bin ich jetzt nämlich fertig mit der Kleidung und kann jetzt anfangen, die Swing to Sleep aufzubauen. Das ist ja die Einer Swing to Sleep. Es gibt auch noch Hängematten für Zwillinge, aber wir haben ja noch ein zweites Gestell. Deswegen bin ich eigentlich am Überlegen, ob ich nicht noch eine zweite Hängematte kaufe. Einfach aus dem Grund, falls sie einen anderen Rhythmus haben, dass sie unterschiedlich wippen können. Das Schwerste, wenn überhaupt, ist ja das Gestell. Ich muss mal gucken, ich habe das so gut zugeklebt. Hat Mama hier ihr Cuttermesser noch liegen? Mama hat doch hier ihre Werkzeugkiste. Ich brauche nur das Cuttermesser. Ich sehe es. Haha, sehr gut. Kann ich das nämlich einfach aufschneiden? Hoffentlich. Wie funktioniert das? Oh nein, kriege ich das jetzt nicht auf?
das extra zugeklebt beim Umzug, damit das nicht auseinanderfällt. Da ist ja auch die Hängematte noch drin. Das ist auf. An sich muss ich es ja nur zusammenstecken. Das werde ich schon hinkriegen. Das hier sind die Unterteile. Ich weiß ja ungefähr, wie es gesteckt werden muss. Das hier ist das ganz obere Teil zum Anhängen. Das kriegen wir schon hin. Es ist ja nicht mehr alles zum Zusammenbauen. Die hier sind ja so gut wie fertig. Ich muss sie nur richtig hinlegen, so wie es sein muss. Und hier ist die Hängematte. Ich denke, ich hole einfach noch eine zweite Hängematte, dass jedes Kind seinen eigenen Rhythmus haben kann. Weil das ist ja doof, wenn ich wegen einem Kind aufhören muss zu wippen, nur weil es Hunger hat. Das andere würde halt mal fertig wippen. So, die Schrauben und die Füße. Thank you.
Die Swing to Sleep ist fertig. Sehr gut. Das ist die Mali und bis 7 Kilo reicht, wenn man 3 Federn hat. Da hänge ich jetzt gleich dann noch die Hängematte dran und dann war's das. Wenn hier das Bett von meiner Mama weg ist, dann kommen die da an die Fensterfront. Hier sind noch die restlichen Federn und das Kabel. Und ich kann euch ja mal zeigen, das hier wäre jetzt die Zwillingsvariante. Und wir haben die Hängematte Go to Sleep. Also wir sind absolut überzeugt von der Swing to Sleep. Nie wieder ohne. Und da wir ein zweites Gestell haben, kaufen wir für das zweite Baby das andere noch nach. Da meine Mama aber den letzten Tag heute hier ist, wollen wir mit Sinéa jetzt zu McDonald's fahren. Als kleines Goodie. Und ich bin jetzt hier auch soweit fertig. Deswegen würde ich mich sehr, sehr gern von diesem Vlog von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!